So, hallo, herzlich willkommen. Hier ist nochmal euer spiritueller Anarchist zum zweiten Teil. Männer wehrt euch, Ex-Feminist rechnet ab. Ja, ich möchte noch gleich vorab sagen, dass alle Hasskommentare, alle Hater und Haterinnen, die hier kommentieren, werden sofort gesperrt. Ich tue da gar nicht mehr lang rum, das heißt, sie werden sofort blockiert. Mit mir kann jeder diskutieren, das ist gar kein Problem. Aber mit Beleidigungen, da fange ich erstmal gar nicht an. Also, das wollte ich jetzt nur mal so als Information vorschieben. Okay, im ersten Teil habe ich gesagt, ein bisschen erklärt, wie ich zum Feminismus gekommen bin, wie das alles entstanden ist und was das in mir ausgelöst hat. Ja, also diese ganze feministische Gehirnwäsche. Ja, dass ich mich selber klein gemacht habe und die Frauen groß und mich gar nicht mehr, ich habe mir gar nicht mehr traut, den Frauen die Meinung zu sagen, ich habe mir gar nicht mehr traut, mit den Frauen zum Streiten, hat dann nachgegeben und so. Und das hat mir aber immer gewurmt und innerlich an mir zehrt und das war einfach nicht gut. Ja. Und gut, also wie gesagt, und ich bin ja dann in die Linkspartei eingetreten, da war ich dann noch Feminist, aber auch in, so in der Linkspartei in der Zeit kam dann so langsam der Wandel von Feminist zu Antifeminist. Ja. Ich war dann auch in einer Beziehung und habe eine sehr dominante Frau gehabt und habe da nichts zu melden gehabt und musste immer meine Frisur richten, meine Haare und meine Aussehen und musste immer nach ihr das tun, was ihre Schwieger, also was meine Schwiegereltern da sagen, also ihre Eltern. Und das war alles nicht gut. Also ich habe dann einfach immer mehr die Nase voll gekriegt vom Feminismus, ja. So, und ja, dann kam es dann so langsam der Wandel. Ja, ich habe dann auch immer mehr entdeckt, dass es Punkte gibt, auch in der Politik, wo eigentlich die Männer benachteiligt waren und die Frauen bevorzugt. Wie zum Beispiel bei der Frauenquote, was ich nicht einsehe, ja, das kann es einfach nicht geben. Diese, dass man irgendwelche Ungerechtigkeiten, die man die Frauen angetan hat, damit wieder wettmacht, dass man Männer Ungerechtigkeiten antut. Auch habe ich mal eine Diskussion gehabt über die Wiedereinführung der Wehrpflicht. Da habe ich auch gesagt, ich bin dafür, wenn, also ich bin für konsequente Gleichberechtigung und wenn schon Wehrpflicht, dann bitteschön für beide, für Männer und Frauen. Ja, dann heißt es ja, das geht doch gar nicht so. Da habe ich gesagt, ja, so soll es nicht gehen. In Israel geht es auch. Ja, in Israel gibt es Frauen- und Männerwehrpflicht. Wobei ich aber gegen Wehrpflicht allgemein bin. Nur mal so, wenn. Ja, ja dann Sorgerecht. Streit. Sorgerecht, da sehe ich doch viele Punkte, wo man Vätern und Männern sehr viel Unrecht antut und wo man eigentlich ja, den Männern die Lust auf Kindern vergällt. Ja. Ich zeige es euch mal schnell, was ich vor kurzem gesehen habe. Ich gehe jetzt mal ganz kurz ins Internet. Ich übrigens filme gerade mit dem Handy, aber das dürfte ja klar sein. Ja, bei Stand TV kam das hier. Und zwar, also eine Frau beklagt sich darüber, dass ihr Ehemann keinen Unterhalt zahlt. Und da kommt dann die Frage, wie kann es sein, dass unterhaltspflichtige Eltern, ja, nicht für ihre Kinder zahlen? Ja, auch Sonja Sandig ist betroffen. Natürlich kommt jetzt da wieder eine Frau ins Spiel, ja. Und das ist so, wie kann es sein, so diese Frage, ja, also wie kann das sein, warum tut man denn sowas Böses, ja? Immerhin muss ich fairerweise sagen, hier heißt es Eltern und nicht Väter, ja, weil das wäre ja dann echt noch der Hammer. Ja, was ist dazu zu sagen? Also, ja, mal überlegen, warum? Ja, also es ist ja so, dass viele vielleicht auch gar nicht zahlen können, ja, dass es gar nicht möglich ist. Und dann wird hier so getan, als gäbe es kein Kindergeld. Ja, diese Frau könnte doch Kindergeld, hat doch schon mal Kindergeld. Und diese Frau könnte auch den Unterhalt einklagen. Also ich verstehe nicht, was das soll. Ja, also wo da eigentlich das Problem liegt. Ja, es ist eher so, dass es ist ja so, dass in Deutschland gibt es ja sogar das fiktive Unterhaltsrecht, ja. Und das bedeutet ja, dass jemand, dass man nicht aus dem Schneider ist, nur wenn man jetzt keine nicht zahlen kann, sondern der Staat, ich drehe es jetzt mal rum, also im fiktiven Unterhaltsrecht, da geht es wirklich darum, dass man schaut, ob jemand noch mehr arbeiten kann, um den Unterhalt zu finanzieren. Also jetzt mal so. Das gibt es nur in Deutschland. In jedem europäischen Land ist es also so,
Wenn du kein Geld hast, um für den Kinder aufzukommen, ja, musst, bist du aus dem Schneider, ja.